Die Königin der großen Schwarzwassersümpfe. Eines der größten und ökologisch vielfältigsten Feuchtgebiete der Welt. Der Okefenokee-Sumpf. Über Millionen Jahre haben die Ablagerungen des stetig steigenden und sinkenden Meeresspiegels 1770 Quadratkilometer Fläche vom Atlantischen Ozean abgetrennt. Diese große Basis füllte sich mit Süßwasser. Eichen und Wiesen wurden langsam durch Moore und Sumpfwälder verdrängt. Choctaw-Indianer gaben diesem Landstrich den Namen Land der zitternden Erde. Knapp unter der spiegelglatten Oberfläche ist der sandige Grund mit Torf bedeckt. Eine dicke Schicht halb zersetzter Pflanzen und Blätter. Diese verrottende Vegetation ist der Satz, aus dem Sumpfwasser einen sauren schwarzen Tee macht. Das Blut der Okefenokee. Mehr als 1000 Pflanzenarten und Tiergattungen leben hier. Aber nur eine steht an der Spitze der Nahrungskette. Der heutige Alligator ist eine sehr alte Kreatur. Sie existiert schon seit mindestens 1,5 Millionen Jahren, vielleicht sogar 5 Millionen. Der amerikanische Alligator steht am Ende einer langen Evolutionsgeschichte, die zurückreicht bis zu den Anfängen der Dinosaurier. Alligatoren und Dinosaurier hatten vor mehr als 220 Millionen Jahren gemeinsame Vorfahren. Es ist nicht richtig, Alligatoren als einfach oder primitiv zu bezeichnen. Tatsächlich sind sie hochentwickelte, sehr komplexe Tiere. Und ausgezeichnet angepasst für ihr Leben als Jäger in Feuchtgebieten wie den Okefenokee-Sümpfen. Alligatoren haben eine weit entwickelte Großhirnrinde. Das ist der Teil des Gehirns, der ihnen bessere kognitive Fähigkeiten ermöglicht als den meisten anderen Reptilien. Dadurch sind sie in der Lage zu lernen. Sie lernen Muster in ihrer Umgebung sehr schnell. Sie besitzen sehr gute Sehkraft. Sie sehen in etwa so gut wie wir. Und ihr Gehör ist auch ziemlich gut. Dicht verteilt über das ganze Gesicht besitzt ein Alligator kleine Sinnesorgane, bestehend aus Nervenzellen, die ihn sehr sensibel auf Berührungen oder Vibrationen machen. Sogar in totaler Dunkelheit und Stille sind Alligatoren in der Lage, einen einzigen Wassertropfen, der auf die Wasseroberfläche fällt, wahrzunehmen und seine Lage auszumachen. Das Skelett des Alligators enthüllt sein Geheimnis, einer der letzten großen freilebenden Raubtiere zu sein. Anders als bei vielen heute lebenden Reptilien ist ihr Schädel fest und nur wenig beweglich. Die gezackten Vorderzähne sind dazu da, die Beute festzuhalten, die kegelförmigen hinten, um zu kauen. Wie ihr antiker Vorfahre, der T-Rex, haben ihre Schädel viel Platz, um riesige Kaumuskeln unterzubringen. Damit können sie beim Zubeißen eine Kraft von ca. 1400 Kilogramm ausüben. Sein Gehirn hat die Größe eines kleinen Fingers, eingepackt in einem dicken Gehäuse aus Knochen. Der Alligator war bei den frühen Siedlern im Sumpf berüchtigt für die Schwere, ihn zu töten. Alles andere als ein perfekter Schuss in die Mitte des Kopfes ist nur eine Fleischwunde. Nur wenige Tiere haben eine größere Zunahme an Körpermasse von Geburt bis ins Alter.
Ein ausgewachsenes Männchen kann bis zu 5 Meter lang und über 500 Kilo schwer werden. Anders als Menschen haben Alligatoren Rippen in ihrem Hals. Sie dienen als Ankerpunkte für große Muskeln. Dies erlaubt ihnen während eines Angriffs ihr ganzes Körpergewicht einzusetzen, um Kraft auf die Beute auszuüben. So können sie in einer Todesrolle jedes Tier umwerfen. Das Geheimnis ihrer guten Tarnung liegt in ihrem beweglichen Brustkorb. Alligatoren können ihre Wassertiefe beeinflussen, indem sie die Position ihrer inneren Organe verändern. Auch ein mehrere hundert Kilo schwerer Alligator kann still eintauchen und man bemerkt kaum ein Plätschern im Wasser. Die Rolle des Alligators im Sumpf ist so einfach wie auch entscheidend. Die anderen Jäger werden unter Kontrolle gehalten, indem man sie frisst. Es ist ein komplexes Ökosystem, das weit mehr zu bieten hat als Alligatoren, die leise durch das dunkle Wasser gleiten. Innerhalb des Sumpfes unterscheiden sich die verschiedenen Gebiete sehr stark voneinander. Große Felder mit Wasserlilien, gegenüber kilometerweiter offener Prärie. Ihre großflächigen Blätter wachsen Ästeller groß und bringen durch die Photosynthese Luft durch die hohlen Stängel zu den Wurzeln. Die amerikanischen Ureinwohner trockneten die Lilienstängel und zerstampften sie zu Mehl. Andere Pflanzenteile wurden für Medizin benutzt. Die verfaulten Pflanzenteile auf dem Grund bilden Methangas. Torfklumpen werden so an die Oberfläche des Sumpfes getrieben. Unzählige Pflanzen erheben unmittelbar Anspruch auf diese treibenden Inseln. Unter ihnen eine der ungewöhnlichsten fleischfressenden Pflanzen der Welt, der zarte Sonnentau. Jeder Tentakel ist mit kleinen, süßklebrigen Härchen übersät. Eine lebende Fliegenfalle. Berührt ein Insekt ein Tentakel, so rollt sich dieser um das Opfer herum und schließt es hoffnungslos ein. Der Gefangene löst sich langsam in eine nährstoffreiche Flüssigkeit auf, die von der Pflanze aufgenommen wird. Der Sonnentau ist auch eine kleine Medizinträgerin, die in hunderten pflanzlichen und modernen Medizinarten benutzt wird, um Zahnschmerzen, Husten und Sonnenbrand zu lindern. Sobald die Torfinseln mit Gras übersät werden, wird der kleine Sonnentau verdrängt. Eine andere fleischfressende Pflanze nimmt bald ihren Platz ein, die Kannenpflanze. Während ihre Nachbarn darum kämpfen, Nährstoffe aus dem Torf und dem sauren Wasser zu ziehen, bestellen Kannenpflanzen das Essen und damit die Nährstoffe zu sich. Sie sondern einen süßen, nektargleichen Duft ab oder aber einen faulen, verwesenden Geruch, der Insekten in ihre Kanne lockt. Glatte Wände und nach unten gerichtete Härchen zwingen die Opfer hinab in eine Schale mit Bakterien und verdauungsfördernden Säften. Wie alles im Sumpf haben auch die Kannenpflanzen ihre eigenen Feinde.
letzte Mahlzeit dieser verwüsteten Papageienschlauchpflanze war eine kleine Ameisenarmee. Wer nicht versucht ist, sich auf einen Sonnentau zu setzen oder den Kopf zu tief in eine Kannenpflanze zu stecken, der sollte immer den Himmel beobachten. Kein Insekt ist sicher, wenn Libellen in der Nähe sind. Und sie sind fast überall im Sumpf. Libellen gehören zu den ältesten Geschöpfen auf unserer Erde. Weit älter als Alligatoren oder Dinosaurier. Diese unersättlichen Jäger sind ein Wunder der Flugtechnik. Sie können vorwärts fliegen, rückwärts oder in der Luft anhalten und schweben. Jedes ihrer Augen hat 30.000 Facetten, die der Libelle nahezu einen 360-Grad-Blickwinkel ermöglichen. Manche fliegen endlos herum, auf der Suche nach einer Mahlzeit oder um ihr Territorium zu patrouillieren. Andere sitzen und warten, bereit für den richtigen Moment zuzuschlagen. Selbst die schnelle, stechende gelbe Dungfliege ist der Libelle nicht gewachsen. Der Okefenokee ist ein Flickenteppich aus Prärien und Seen, verbunden durch Kanäle, die durch die Sumpfwälder fließen. Undurchdringliches Dickicht, bekannt als Höllen, erstrecken sich kilometerweit. Es ist eine angsteinflößende Landschaft, durch die man sich durchkämpfen muss. Das dichte Unterholz ist ein Gewirr aus Bäumen, Sträuchern und dornigen Reben, die um jeden Zentimeter Land konkurrieren. Viele Geschichten über den Sumpf erzählen von abenteuerlichen oder unglücklichen Seelen, die die Orientierung verloren und Tage oder Wochen in diesem Niemandsland umherirrten. Der Buschwald ist unaufhaltsam auf dem Weg, die Prärien zu verdrängen und den Sumpf auszufüllen. Nur Feuer kann ihn in Schach halten. Die runden Seen und offenen Prärien des Okefenokees sind durch einen alle 20 bis 30 Jahre wiederkehrenden Zyklus extremer Trockenheit entstanden, die ein verheerendes Feuer entstehen lässt. Wenn der Wasserstand so niedrig ist, dass sogar der Torf frei liegt und trocknet, jagt ein brennendes Inferno bis runter in das Torfbett. Nichts ist mehr vernichtend und unentbehrlich für die Erhaltung dieses Ökosystems. April 2007. Der Südosten der USA leidet unter einer der schwersten Dürren bis dato. Große Winde reißen eine Elektroleitung um. Diese entzündet ein kleines Feuer am Rande des Okefenokee. Der vertrocknete Wald ist ein Pulverfass. Die Flammen sind nicht mehr zu stoppen, wüten über Wochen. Als die Feuerwehr es unter Kontrolle bekommt, entzündet ein Blitzeinschlag ein zweites Feuer tief im Sumpf. Die zwei Feuer verschmilzen. Und das Inferno wütet einen Monat lang.
Es verschlingt 2500 Quadratkilometer Sumpf und Wald. Der Sumpf ist nicht verwüstet worden, sondern verjüngt. Die Sumpfkiefer ist hervorragend angepasst, den Flammen standzuhalten. Über Millionen von Jahren hat sie eine dicke, feuerresistente Rinde entwickelt. Und ihre Äste hält sie hoch hinaus, weit weg von den Buschfeuern. Diese uralte Kiefer hält nicht nur einer ordentlichen Verbrennung stand, sie verliert regelmäßig ihre langen Nadeln und gibt so dem Waldboden neue Nährstoffe. Tatsächlich zählt die Sumpfkiefer auf regelmäßige Feuer, die Konkurrenten niederbrennen und den Boden für ihre grasähnlichen Samen freimachen. Auch diese können Flammen überleben. Einst dominierten riesige unberührte Flächen mit Sumpfkiefern den Südosten der USA. Holzfäller fällten die Kiefern im 19. Jahrhundert, um sie zum Bauen zu verwenden. Von diesen majestätischen Beständen sind im Okefenokee um die 3% übrig geblieben. Sie begrüßen die heutigen Besucher der großen Schwarzwassersümpfe. Chip Campbell führt seit mehr als 10 Jahren Touren durch den Okefenokee-Sumpf. Seine Erfahrung als Naturkundler und als Freiwilliger für den Such- und Rettungsdienst in der Region haben ihn fast zu jeder Ecke des Sumpfes geführt. Der Okefenokee-Sumpf ist die Königinmutter der großen Schwarzwassersümpfe. Der größte, ökologisch intakteste. Eines der biologisch mannigfaltigsten Sumpfgebiete seiner Art in der Welt. Es ist der größte seiner Art in Nordamerika. An erster Stelle ist es eines der größten tatsächlichen Wildnisgebiete. Wildes Land, das wir außerhalb der südlichen Appalachen im Osten der USA vorfinden. Es ist ein riesiges Gebiet. Man kann es auf Satellitenbildern erkennen. Dieser Kanal ist eine jahrzehntealte Ermahnung an die Zeit, als die Menschen versuchten, den Okefenokee zu zähmen. 1891 kauften Investoren den Sumpf vom Staat Georgia mit dem Traum, ihn zu entwässern. Sie wollten mit Holz und fruchtbarem Land reich werden. Sie benutzten dampfgetriebene Schaufeln, Strafgefangene und sogar Bergarbeiter, um gut 17 Kilometer in das Herz des Sumpfes vorzudringen. Aber die extrem schweren Verhältnisse und fallenden Bauholzpreise verschworen sich gegen diesen Traum zunächst. Wir bewegen uns im Sumpf meist auf den Schiffswegen, den alten übrig gebliebenen von Menschen gemachten Kanälen und den natürlichen Flusskanälen und Bächen des Quellgebietes des Suwannee-Flusses. Mehr als 350.000 Ökotouristen wagen sich jedes Jahr in den Sumpf, um Kanu zu fahren, zu fischen, campen und zu wandern. Dort draußen weichen die Geräusche der Zivilisation dem Okefenokee-Chor.
Für fast 7000 Jahre war dies die Hymne des Alligatorenkönigreichs. Alligatoren üben einen bestimmten Zauber auf die Touristen aus. Sie verkörpern hier die charismatische Megafauna. Sie sind große, starke und eindrucksvolle Tiere. Sie sind außergewöhnlich anmutig. Manche Menschen sind davon überrascht, sie erwarten es nicht. Man sieht sie bewegen sich sehr langsam, sehr systematisch. Aber es gibt eine gewisse Eleganz, mit der sie sich zum Wasser bewegen können. Und plötzlich explodieren sie aus dieser Position in volle Körperbewegung. Man muss gesehen haben, wie schnell sie sich bewegen können, um die Kraft in diesen Tieren wirklich ganz zu würdigen. Wir haben viele Alligatoren im Okefenokee-Sumpf. Die Experten sind sich über die genauen Zahlen nicht ganz einig. Aber es sind viele Tausende. Manche sagen 8 bis 10.000, manche 20 bis 25.000. Es gibt Tage, an denen scheint überall etwas zu leben und sich zu bewegen, wo man auch hinsieht. Man muss nur stehen bleiben und sehen, was auf so einem Torfklumpen passiert. Die Insekten. Hier haben wir Grashüpfer, die ins Wasser eintauchen. Es gibt Spinnen, die angeln. Es gibt viele verschiedene Arten von Lebewesen, die man in den tieferen Ebenen sehen kann, wenn man seine Augen offen hält und hinschaut. Der Genuss für die Sinne der Okefenokees ist in Schweigen gehüllt. Schaukelndes Geheimnis des tiefen Südens. Spanisches Moos. Nur in feuchten, küstennahen, flachen Regionen zu finden, ist es kein richtiges Moos, sondern eine Aufsitzerpflanze. Eine Pflanze, die auf einer anderen wächst. Aber spanisches Moos ist kein Parasit. Es ist ein Filtrierer, der seine ganze luftübertragene Nahrung aus Schwebestoffen und Regen filtert. Es verkörpert Selbstständigkeit und den Geist der Ureinwohner, die den Okefenokee tausende von Jahren durchwanderten. Die letzten Bäche und die Seminole-Indianer wurden um 1830 vertrieben. Die weißen Pioniere kamen schnell durch die Kiefernwälder, schlugen sich einen Weg durch den Busch auf der Suche nach einem Stück Land, das sie ihr eigen nennen konnten. Sie erhoben Anspruch auf die fruchtbaren Inseln des Sumpfes und errichteten ihre Heimatstätten. Sie drangen ein in den Sumpf und nutzten ihn als Fisch- und Jagdgrund. Sie jagten Alligatoren, Waschbären und Otter, um ihre Pelze zu verkaufen. Die Kiefern der weitläufigen Wälder wurden angezapft, um Terpentin zu gewinnen. Einfallsreichtum und Selbsterhalt waren die Aufträge dieser Tage. Um 1909 kamen die Bauholzfirmen wieder.
Mehr als 80% der großen unberührten Zypressen wurden aus dem Sumpf befördert, bevor der Holzmarkt 1927 wieder einbrach. Nur ein paar alte Gewächse sind übrig geblieben, tief im Sumpf. Der Okefenokee-Sumpf von heute ist, trotz des Einflusses der Menschen, wieder ungefähr der Ort, der er war, als die Europäer begannen, Nordamerika zu besiedeln. Eine der Faszinationen des Okefenokee ist, dass er das Zeugnis der erneuernden Kraft der Natur ist. Die Fähigkeit, eine Landschaft zurückzuerobern, nachdem wir sie ausgebeutet haben. Es ist ein ungeheurer Wert für uns als Kultur, als Zivilisation, als einer globalen menschlichen Gesellschaft, diese Orte zu besitzen, wo grundlegende ökologische Vollständigkeit und sogar zu einem größeren Ausmaß die Wildnis der Orte erhalten bleibt. Du gehst in das Herz des Sumpfes und bist in einer Landschaft, die wirklich keine menschliche ist. Es ist eine Landschaft, die im Wandel der Zeit nie ihren Reiz eingebüßt hat. Es ist eine Landschaft, die man durch ihre Ausdehnung auf einem Satellitenbild ausmachen kann. Okefenokee ist ein grundlegend wilder Ort. Es ist eine wahrhafte Wildnis. Die Königin der großen Schwarzwassersümpfe. Eines der größten und ökologisch vielfältigsten Feuchtgebiete der Welt. Der Okefenokee-Sumpf. Über Millionen Jahre haben die Ablagerungen des stetig steigenden und sinkenden Meeresspiegels 1770 Quadratkilometer Fläche vom Atlantischen Ozean abgetrennt. Diese große Basis füllte sich mit Süßwasser. Eichen und Wiesen wurden langsam durch Moore und Sumpfwälder verdrängt. Choctaw-Indianer gaben diesem Landstrich den Namen Land der zitternden Erde. Knapp unter der spiegelglatten Oberfläche ist der sandige Grund mit Torf bedeckt. Eine dicke Schicht halb zersetzter Pflanzen und Blätter. Diese verrottende Vegetation ist der Satz, aus dem Sumpfwasser einen sauren schwarzen Tee macht. Das Blut der Okefenokee. Mehr als 1000 Pflanzenarten und Tiergattungen leben hier. Aber nur eine steht an der Spitze der Nahrungskette.
Der heutige Alligator ist eine sehr alte Kreatur. Sie existiert schon seit mindestens 1,5 Millionen Jahren, vielleicht sogar 5 Millionen. Der amerikanische Alligator steht am Ende einer langen Evolutionsgeschichte, die zurückreicht bis zu den Anfängen der Dinosaurier. Alligatoren und Dinosaurier hatten vor mehr als 220 Millionen Jahren gemeinsame Vorfahren. Es ist nicht richtig, Alligatoren als einfach oder primitiv zu bezeichnen. Tatsächlich sind sie hochentwickelte, sehr komplexe Tiere und ausgezeichnet angepasst für ihr Leben als Jäger in Feuchtgebieten wie den Okefenokee-Sümpfen. Um 1909 kamen die Bauholzfirmen wieder. Mehr als 80% der großen, unberührten Zypressen wurden aus dem Sumpf befördert, bevor der Holzmarkt 1927 wieder einbrach. Nur ein paar alte Gewächse sind übrig geblieben, tief im Sumpf. Der Okefenokee-Sumpf von heute ist, trotz des Einflusses der Menschen, wieder ungefähr der Ort, der er war, als die Europäer begannen, Nordamerika zu besiedeln. Eine der Faszinationen des Okefenokee ist, dass er das Zeugnis der erneuernden Kraft der Natur ist. Die Fähigkeit, eine Landschaft zurückzuerobern, nachdem wir sie ausgebeutet haben. Es ist ein ungeheurer Wert für uns als Kultur, als Zivilisation, als einer globalen menschlichen Gesellschaft, diese Orte zu besitzen, wo grundlegende ökologische Vollständigkeit und sogar zu einem größeren Ausmaß die Wildnis der Orte erhalten bleibt. Du gehst in das Herz des Sumpfes und bist in einer Landschaft, die wirklich keine menschliche ist. Es ist eine Landschaft, die im Wandel der Zeit nie ihren Reiz eingebüßt hat. Es ist eine Landschaft, die man durch ihre Ausdehnung auf einem Satellitenbild ausmachen kann. Okefenokee ist ein grundlegend wilder Ort. Es ist eine wahrhafte Wildnis. An denen scheint überall etwas zu leben und sich zu bewegen, wo man auch hinsieht. Man muss nur stehen bleiben und sehen, was auf so einem Torfklumpen passiert. Die Insekten. Hier haben wir Grashüpfer, die ins Wasser eintauchen. Es gibt Spinnen, die angeln. Es gibt viele verschiedene Arten von Lebewesen, die man in den tieferen Ebenen sehen kann, wenn man seine Augen offen hält und hinschaut.
Genuss für die Sinne der Okefenokees ist in Schweigen gehüllt. Schaukelndes Geheimnis des tiefen Südens. Spanisches Moos. Nur in feuchten, küstennahen, flachen Regionen zu finden, ist es kein richtiges Moos, sondern eine Aufsitzerpflanze. Eine Pflanze, die auf einer anderen wächst. Aber spanisches Moos ist kein Parasit. Es ist ein Filtrierer, der seine ganze luftübertragene Nahrung aus Schwebestoffen und Regen filtert. Es verkörpert Selbstständigkeit und den Geist der Ureinwohner, die den Okefenokee tausende von Jahren durchwanderten. Die letzten Bäche und die Seminole-Indianer wurden um 1830 vertrieben. Die weißen Pioniere kamen schnell durch die Kiefernwälder, schlugen sich einen Weg durch den Busch auf der Suche nach einem Stück Land, das sie ihr eigen nennen konnten. Sie erhoben Anspruch auf die fruchtbaren Inseln des Sumpfes und errichteten ihre Heimatstätten. Sie drangen ein in den Sumpf und nutzten ihn als Fisch- und Jagdgrund. Sie jagten Alligatoren, Waschbären und Otter, um ihre Pelze zu verkaufen. Die Kiefern der weitläufigen Wälder wurden angezapft, um Terpentin zu gewinnen. Einfallsreichtum und Selbsterhalt, Okefenokee-Sumpf. Über Millionen Jahre haben die Ablagerungen des stetig steigenden und sinkenden Meeresspiegels 1770 Quadratkilometer Fläche vom Atlantischen Ozean abgetrennt. Diese große Basis füllte sich mit Süßwasser. Eichen und Wiesen wurden langsam durch Moore und Sumpfwälder verdrängt. Choctaw-Indianer gaben diesem Landstrich den Namen Land der zitternden Erde. Knapp unter der spiegelglatten Oberfläche ist der sandige Grund mit Torf bedeckt. Eine dicke Schicht halb zersetzter Pflanzen und Blätter. Diese verrottende Vegetation ist der Satz, aus dem Sumpfwasser einen sauren schwarzen Tee macht. Das Blut der Okefenokee. Mehr als 1000 Pflanzenarten und Tiergattungen leben hier. Aber nur eine steht an der Spitze der Nahrungskette. Der heutige Alligator ist eine sehr alte Kreatur. Sie existiert schon seit mindestens 1,5 Millionen Jahren, vielleicht sogar 5 Millionen. Der amerikanische Alligator steht am Ende einer langen Evolutionsgeschichte, die zurückreicht bis zu den Anfängen der Dinosaurier. Alligatoren und Dinosaurier hatten vor mehr als 220 Millionen Jahren gemeinsame Vorfahren. Es ist nicht richtig, Alligatoren als einfach oder primitiv zu bezeichnen. Tatsächlich sind sie hochentwickelte, sehr komplexe Tiere. Und ausgezeichnet angepasst für ihr Leben als Jäger in Feuchtgebieten wie den Okefenokee-Sümpfen. Alligatoren haben eine weit entwickelte Großhirnrinde. Das ist der Teil des Gehirns, der ihnen bessere kognitive Fähigkeiten ermöglicht als den meisten anderen Reptilien. Dadurch sind sie in der Lage zu lernen. Sie lernen Muster in ihrer Umgebung sehr schnell. Sie besitzen sehr gute Sehkraft. Sie sehen in etwa so gut wie wir. Und ihr Gehör ist auch ziemlich gut. Der Buschwald ist unaufhaltsam auf dem Weg, die Prärien zu verdrängen und den Sumpf auszufüllen. Nur Feuer kann ihn in Schach halten.
Die runden Seen und offenen Prärien des Okefenokees sind durch einen alle 20 bis 30 Jahre wiederkehrenden Zyklus extremer Trockenheit entstanden, die ein verheerendes Feuer entstehen lässt. Wenn der Wasserstand so niedrig ist, dass sogar der Torf frei liegt und trocknet, jagt ein brennendes Inferno bis runter in das Torfbett. Nichts ist mehr vernichtend und unentbehrlich für die Erhaltung dieses Ökosystems. April 2007. Der Südosten der USA leidet unter einer der schwersten Dürren bis dato. Große Winde reißen eine Elektroleitung um. Diese entzündet ein kleines Feuer am Rande des Okefenokee. Der vertrocknete Wald ist ein Pulverfass. Die Flammen sind nicht mehr zu stoppen, wüten über Wochen. Gerade als die Feuerwehr es unter Kontrolle bekommt, entzündet ein Blitzeinschlag ein zweites Feuer tief im Sumpf. Die zwei Feuer verschmilzen. Und das Inferno wütet einen Monat lang. Es verschlingt 2500 Quadratkilometer Sumpf und Wald. Der Sumpf ist nicht verwüstet worden, sondern verjüngt. Die Sumpfkiefer ist hervorragend angepasst, den Flammen standzuhalten. Die amerikanischen Ureinwohner trockneten die Lilienstängel und zerstampften sie zu Mehl. Andere Pflanzenteile wurden für Medizin benutzt. Die verfaulten Pflanzenteile auf dem Grund bilden Methangas. Torfklumpen werden so an die Oberfläche des Sumpfes getrieben. Unzählige Pflanzen erheben unmittelbar Anspruch auf diese treibenden Inseln. Unter ihnen eine der ungewöhnlichsten fleischfressenden Pflanzen der Welt, der zarte Sonnentau. Jeder Tentakel ist mit kleinen, süßklebrigen Härchen übersät. Eine lebende Fliegenfalle. Berührt ein Insekt ein Tentakel, so rollt sich dieser um das Opfer herum und schließt es hoffnungslos ein. Der Gefangene löst sich langsam in eine nährstoffreiche Flüssigkeit auf, die von der Pflanze aufgenommen wird. Der Sonnentau ist auch eine kleine Medizinträgerin, die in hunderten pflanzlichen und modernen Medizinarten benutzt wird, um Zahnschmerzen, Husten und Sonnenbrand zu lindern. Sobald die Torfinseln mit Gras übersät werden, wird der kleine Sonnentau verdrängt. Eine andere fleischfressende Pflanze nimmt bald ihren Platz ein, die Kannenpflanze. Während ihre Nachbarn darum kämpfen, Nährstoffe aus dem Torf und dem sauren Wasser zu ziehen, bestellen Kannenpflanzen das Essen und damit die Nährstoffe zu sich.
Sie sondern einen süßen, nektargleichen Duft ab oder aber einen faulen, verwesenden Geruch, der Insekten in ihre Kanne lockt. Glatte Wände und nach unten gerichtete Härchen zwingen die Opfer hinab in eine Schale mit Bakterien und verdauungsfördernden Säften. Wie alles im Sumpf haben auch die Kannenpflanzen ihre eigenen Feinde. Die letzte Mahlzeit dieser verwüsteten Paplut, der Okefenokee. Mehr als 1000 Pflanzenarten und Tiergattungen leben hier. Aber nur eine steht an der Spitze der Nahrungskette. Der heutige Alligator ist eine sehr alte Kreatur. Sie existiert schon seit mindestens 1,5 Millionen Jahren, vielleicht sogar 5 Millionen. Der amerikanische Alligator steht am Ende einer langen Evolutionsgeschichte, die zurückreicht bis zu den Anfängen der Dinosaurier. Alligatoren und Dinosaurier hatten vor mehr als 220 Millionen Jahren gemeinsame Vorfahren. Es ist nicht richtig, Alligatoren als einfach oder primitiv zu bezeichnen. Tatsächlich sind sie hochentwickelte, sehr komplexe Tiere und ausgezeichnet angepasst für ihr Leben als Jäger in Feuchtgebieten wie den Okefenokee-Sümpfen. Alligatoren haben eine weit entwickelte Großhirnrinde. Das ist der Teil des Gehirns, der ihnen bessere kognitive Fähigkeiten ermöglicht als den meisten anderen Reptilien. Dadurch sind sie in der Lage zu lernen. Sie lernen Muster in ihrer Umgebung sehr schnell. Sie besitzen sehr gute Sehkraft. Sie sehen in etwa so gut wie wir und ihr Gehör ist auch ziemlich gut. Dicht verteilt über das ganze Gesicht besitzt ein Alligator kleine Sinnesorgane, bestehend aus Nervenzellen, die ihn sehr sensibel auf Berührungen oder Vibrationen machen. Sogar in totaler Dunkelheit und Stille sind Alligatoren in der Lage, einen einzigen Wassertropfen, der auf die Wasseroberfläche fällt, wahrzunehmen und seine Lage auszumachen. Das Skelett des Alligators enthüllt sein Geheimnis, einer der letzten großen freilebenden Raubtiere zu sein. Anders als bei vielen heute lebenden Reptilien ist ihr Schädel fest und nur wenig beweglich. Die gezackten Vorderzähne sind dazu da, die Beute festzuhalten, die kegelförmigen hinten, um zu kauen. Wie ihr antiker Vorfahre, der T-Rex, haben ihre Schädel viel Platz, um riesige Kaumuskeln unterzubringen. Damit können sie beim Zubeißen eine Kraft von ca. 1400 Kilogramm ausüben. Sein Gehirn hat die Größe eines kleinen Fingers, eingepackt in einem dicken Gehäuse aus Knochen. Der Alligator war bei den frühen Siedlern im